Red Letter Day. Ich erinnere mich ganz genau. Es war schon spät. Ma und Dad waren noch bei Freunden essen. Ich war allein zu Hause mit Micha, meinem kleinen Bruder. Er lag schon im Bett und schlief. Ich schaute mir einen dieser Filme an, von denen man sagt, sie würden einem Angst machen. Es gewitterte. Plötzlich stand Micha im Zimmer. Ich hatte ihn gar nicht bemerkt und mich erschrocken. Er faselte irgendwas von Gestalten, die in seinem Zimmer seien. Dann bin ich einfach mitgegangen und nachgeschaut, um ihn zu beruhigen. Zu erwarten, fand ich nix. Schickte ihn wieder in sein Bett. Dann habe ich ihn zugedeckt und nochmal geschaut. Sollte mich nicht mehr stören bei meinem Film. Doch draußen hörte ich irgendwas. Ich dachte erst an Einbildung, aber das konnte keine Einbildung sein. Die Geräusche kamen von oben. Ging ich wieder nach unten, in der Hoffnung, meinen Film ruhig weiter zu gucken, aber als ich da war, sah ich, die Zimmertür von meinem Bruder war offen. Und er lag nicht mehr in seinem Bett. Ich suchte im ganzen Haus. Überall. Tisch, in allen Ecken, draußen, sogar bei den Klamotten. Ich fand ihn nicht. Er war verschwunden. Verzweifelt blieb ich stehen. Und plötzlich ging das Licht auf der Treppe von alleine an und flackerte noch ein paar Mal. Ich hätte nicht nach oben gehen sollen. Ich habe Micha gesucht. Irgendwas sagt mir, dass irgendwas nicht richtig sei.